Bruder, ich hab mir einfach Marvel-Schuhe gegönnt. Sag ja, Corona kickt Freunde. Aber sehen geil aus. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es mal wieder so einen kleinen random Vlog oder Vlog-Style hier aus meinem kleinen Studio. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich ein kleines Update-Video mache. Besser gesagt, ich habe es ja angekündigt, dass ich euch endlich mal ein neues oder ein Update geben will, wie es hier zurzeit aussieht. Es hat sich ja enorm viel getan in der Corona-Zeit. Ich will heute auch überhaupt nicht über das Thema Corona reden, außer einen Punkt will ich kurz ansprechen. Mein Bestellkonsum ist enorm gestiegen, deswegen habe ich enorm viel auch bestellt oder besser gesagt enorm viel Pakete bekommen. Wir werden heute auf jeden Fall noch zwei Pakete hier öffnen. Es wird mega, mega geil. Bevor wir damit aber starten, wie gesagt, will ich heute mit euch über mein DJ-Setup reden, die mir auf Twitch folgen, also kurze Werbung hier, die mir auf Twitch folgen, wissen ja aktuell, wie es bei mir aussieht oder wie das Ganze in den Streams aussieht. Ihr seht schon, es hat sich einiges hier verändert. Früher stand ja mein DJ-Pult auf der Seite bei meinem heißgeliebten Abflussrohr, Freunde, Digga, anders lost. Ich muss sagen, ich bin jetzt so aktuell sehr, sehr zufrieden. Es wird sich natürlich nach und nach wieder was verändern oder noch dazukommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach spontan mal oder random einfach mal durch. Ich zeige euch so, was ich gerade aktuell benutze. Und bevor wir jetzt hiermit starten, kann ich euch schon mal zeigen, wo das meiste Geld hingeflossen ist. Und zwar meine neue Kamera, Freunde. Sony A7 III mit einem sehr, sehr... Also ich will jetzt nicht angeben oder so, aber sehr, sehr teuren Objektiv habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt, ist rein für, gut, ich könnte auch Videos damit drehen, Fotoshooting mache ich damit, also ein bisschen professioneller schon. Natürlich hätte ich mit der Kamera, wo ich jetzt auch vlogge, auch Videos machen können, aber ich wollte einfach noch eine zweite Kamera für mein Setup und wo das andere Geld hinfließt. Hier hinten, Freunde, Carsten Bier ist immer am Start, muss auf jeden Fall bald wieder einkaufen. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Ich zeige euch ein bisschen, wie gesagt, mein Setup. Es hat sich einiges verändert, wie zum Beispiel hier oben eine neue Laser-Lights-Bar. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's fetz. Wir fangen nochmal von vorne an. Hier kommt man rein, also hier ist meine Tür. Ich versuche jetzt die Seite nicht zu filmen, weil hier ist mein Producer-Setup. Dafür wird es ein weiteres Video geben oder das nächste Video wird über das Producer-Setup geben. Heute, wie gesagt, nur DJ-Bereich. Neue Kamera mit den ganzen Kabeln, die man braucht für den Livestream. Falls ihr nochmal ein Video haben wollt oder ein ausführliches Video, wie man einen DJ-Livestream macht, was braucht man alles, welche Kabel werden benötigt und. Falls ihr darauf Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben, weil ich habe einfach gesehen, dass fast keiner oder generell kein einziges deutsches Video dafür gibt, wie man einen DJ-Livestream macht. Also wie man Livestream macht, gibt es schon. Von zum Beispiel, kurze Werbung, Nielsen 1837 oder wie der heißt. Aber wie man einen DJ-Livestream macht, welche Kabel man benötigt, welches Audio-Interface man benötigt oder benötigt man überhaupt eins, Digga, richtig schnell. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr drauf Bock habt. Und wir starten jetzt. Linke Seite, Müll, besser gesagt, meine Absorber. Ihr seht schon, ich habe hier auch ein bisschen schon was zusammengeschnitten. Sehr, sehr geil, werden wir gleich nochmal oder werde ich nochmal mit euch gleich besprechen, warum ich mir die geholt habe und warum ich die empfehlen kann. Werden auf jeden Fall in so einem schlichten Karton geliefert. Fangen wir an mit meinem DJ-Tisch, den kennt ihr ja mittlerweile schon auch von meinen Live-Mixen und sowas. Ich habe damals, wo ich angefangen habe, habe ich schnell einen DJ-Tisch gebraucht und Flo hat mir geholfen. Wir haben halt aus altem Holz oder altem Material einen DJ-Tisch zusammengebaut. Ist in dem Sinne gar nicht so schlecht. Optisch natürlich nicht so schön, aber kann man natürlich auch verfeinern. Hier könnte man was hinkleben oder einfach irgendwie, keine Ahnung, schwarze Farbe hinklatschen oder keine Ahnung, irgendwas halt hinbasteln. Hier zum Beispiel die Holzfarbe hätte ich lackieren können, aber so fürs Erste passt eigentlich. Ich habe mir vorgenommen, auch auf der Innenseite, das war eine alte Leinwand, glaube ich, die haben wir zurecht geschnitten und da habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich da noch die restlichen Absorber, die ich hier drin habe, einfach noch hier außen hinklebe. Dann gehen wir mal einmal rum. Auf jeden Fall liegen hier am Boden immer
meine Kabel. Ich habe dafür noch keine bessere Lösung gefunden, die halt hier in die Kamera gehen. Freunde, Kabelmanagement, ich weiß, bitte schaut nicht hin, aber es muss sich da auch noch was verändern. Hier, der Boden sieht auch schrecklich aus, ich weiß, aber das ist einfach ein alter Hobbyraum gewesen. Besser gesagt, eine alte Werkstatt. Und hier hinten sieht es keiner außer ich. Ich wollte jetzt keinen neuen Boden reinmachen, weil dann müsste ich alles wieder abbauen. Und so ist es eigentlich voll in Ordnung. Also reicht für mich. Jetzt wird es natürlich wieder den einen oder anderen geben, der sagt, macht es doch mal schöner. Aber wie gesagt, Freunde, im Moment, wenn man diese Perspektive hat, also so werdet ihr das oder so seht ihr das in den Livestreams, dann sieht man, wie gesagt, den Boden nicht. Deswegen bleibt der auch so. Hier neuer DJ-Koffer. Ich sage, ich habe so viel bestellt in letzter Zeit. Hier Kabelmanagement, wird sich auch noch was verändern, habe ich. Oder sind noch ein paar Sachen hier in dem Paket mit drin, die ich dafür brauche. Dann, wie gesagt, DJ-Controller wissen viele immer noch nicht, was ich besitze. Die haben anscheinend das Video noch nicht gesehen. Einen Pioneer XDJ RX2, also zweite Generation. Mega zufrieden, Zweitkanal-Controller reicht mir auch vollkommen aus. Fokus sitzt wieder nicht. Ich habe mir auch überlegt, irgendwann in der Laufe der Zeit einen Vierkanal zu holen. Aber jetzt mit dem Setup bin ich mehr als zufrieden. Dann habe ich hier meine Fernbedienungen für meine erste LED-Bar. Die kennt ihr schon. Die habe ich mal ein Unboxing mit euch gemacht oder wo wir das Ganze getestet haben. Dann habe ich hier, besser gesagt, die Fernbedienung ist für, Freunde, haltet euch fest, meine neue Laserbar. Ich bin so heftig zufrieden mit der. Aber falls ihr damit einen Live-Mix mal sehen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen für jeden Support. Es sind auch immer so viele Leute von euch mit am Start und es freut mich einfach, dass wir ein bisschen zusammen Musik auflegen, ein bisschen zusammen feiern. Es gibt sogar einen Discord-Server, den ich mit einem Zuschauer zusammen gebaut habe oder aufgebaut habe oder wie man da sagt. Könnt ihr gerne reinscheunen, könnt ihr euch gegenseitig unterhalten, könnt mit mir quatschen und. Deswegen schaut gerne in die Videobeschreibung oder einfach auf Twitch vorbei und ich würde sagen, wir machen weiter. Nächstes Teil, besser gesagt, mein Laptop zum Auflegen. Kennt ihr schon, ist ein MacBook von 13 Zoll. Digga, was war das? 13 Zoll von 2017, glaube ich, damit lege ich auf. Bin noch zufrieden, aber ich werde mir demnächst auch einen neuen holen. Ich warte nur auf die 16 Zoll Variante mit dem M1-Chip. Wird natürlich wieder ordentlich was kosten. Aber ich kann euch empfehlen, Freunde, kauft euch lieber einen 16 Zoll. Digga, was ist mit meinem Laptop los? Kauft euch lieber einen 16 Zoll anstatt einen 13 Zoll. Es kostet zwar, also der 13 Zoll ist zwar günstiger, aber ihr bereut es vielleicht früher oder später mal. Ich muss sagen, ich hätte mir damals einfach den 16 Zoll kaufen sollen. Wäre zwar ein paar hundert Euro teurer, sage ich mal, aber es geht zwar, aber ich hätte, wie gesagt, den 16 Zoll gerne gehabt. Dann, wie man schon sehen kann, Freunde, ich habe mir einen zweiten Touchbildschirm gekauft. Und zwar von der Marke Handsfree. Keine Werbung oder so, besser gesagt, ich habe selber bezahlt. Ist ein, ich weiß nicht, warum das gerade hier so abspackt, habe ich mit HDMI-Kabel verbunden. Hier läuft der Chat, hier läuft Recordbox, also meine DJ-Software. Ich hoffe, das passt mit Fokus. Doch so. Wie gesagt, der ist jetzt nicht Touch möglich, weil es anscheinend mit Apple nicht funktioniert. Putzen sollte ich auch mal. Aber ich muss sagen, so, also ich zapp dann immer hier mit der Maus rüber und habe halt hier einfach den Chat und hier läuft halt einfach mein Musikprogramm. Dann geht es hier auf der rechten Seite weiter. Das ist die kleine LED-Bar hier vorne. Die nutze ich aber gar nicht mehr. Flaschenöffner für Kasten Bier. Also Alkoholkonsum, Freunde, brauche ich euch auch nicht sagen. Ist wahrscheinlich bei vielen enorm gestiegen. Und was sehr, sehr geil ist, was ich echt jedem empfehlen kann, sind diese, wie sagt man, diese LED-Beleuchtungen. Wenn man die anmacht, ich versuche mal irgendwo hier, genau so sieht man es ganz gut, gibt es in verschiedenen Mustern. Ich habe auch vier verschiedene schon am Start. Viele habe ich da hinten auf diesem Schreibtisch. Digga, was ist mit meinem Fokus los, Mann? Hier zum Beispiel habe ich Pac-Man und dahinter ist nochmal so eine LED-Leiste, so eine Ananas. Finde ich sehr, sehr geil, macht auch viel her. Und ansonsten hier Kabelmanagement, seht ihr hier unten schon, ist ja reinste Katastrophe. Mikrofon habe ich hier von Fame, uraltes Mikrofon, nutze ich halt mit euch oder nutze ich für den Livestream, damit ich mich mit euch unterhalten kann oder irgendwas ankündigen kann. Ansonsten, genau, was ziemlich neu ist, sind meine Absorber. Die will ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Die habe ich jetzt einigermaßen gut hinbekommen. Also ein paar habe ich hingeklebt, ein paar habe ich hier, wie zum Beispiel den hier, nur so reingestopft. Und da ich mit Festbrennweiten, also Festbrennweitobjektiven arbeite,
sieht man eigentlich den Hintergrund eh unscharf. Das heißt, hier den Umriss seht ihr alles unscharf. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn jetzt hier so kleine weiße Lücken sind. Weil ich immer noch viele Nachrichten oder ab und zu Nachrichten bekomme, hey, warum ist das hier so hässlich, warum streichst du nicht die Wände? Freunde, ich sag's euch gern nochmal, es war halt hier einfach eine alte Werkstatt. Und ich hätte alles renovieren können, besser gesagt streichen können, hatte ich aber irgendwie dann keine Lust, weil es war schon so viel Equipment hier. Ich hätte das Ganze wieder abbauen müssen. Deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel, also hier liegen zum Beispiel Strom, oder hier liegt einfach das Stromkabel und ich habe einfach neben dem Stromkabel die Absorber hingeklebt. Deswegen müsst ihr damit leben, ich muss damit leben. Mir macht es nichts aus. Ich wäre hier oben zum Beispiel, wenn ihr das sehen kann, hier oben werde ich noch ein bisschen was hinbauen. Hier werde ich noch ein bisschen was hinbauen. Das heißt aber, man sieht halt hier einfach die Rillen. Ist aber nicht so schlimm, weil, wie gesagt, ich bin hier im Hobbyraum oder Werkstattraum und das wurde früher alles über Klemmdosen gemacht. Aber ich will jetzt gar nicht vom Thema abschweifen, Freunde. Hier habe ich ein bisschen, hier sieht man mich, Moin Moin Meister. Hier kann ich, da habe ich die Möglichkeit natürlich ein bisschen frische Luft zu holen, weil in den Streams, besser gesagt mit dieser ganzen Technik, wird schon kuschelig warm, sage ich mal. Und Freunde, jetzt kommt das Wichtigste. Oder das Spannendste von allen. Ich benutze zum Auflegen meine KRK-Boxen. Die kennt ihr von meinem Producerplatz, von meinem Schreibtisch. Damit habe ich lange, lange Musik produziert und Musik gehört. Jetzt nutze ich sie für Livestreams. Das heißt, ich habe mir neue Boxen oder neue Monitor Boxen geholt. Welche das sind, erfahrt ihr natürlich im nächsten Video. Viele von euch fragen mich auch immer, Luis, welchen Absorberkleber, also für diese Absorber, welchen Kleber benutzt du? Kurze Werbung, Freunde, aber ich habe mir die Sachen selber gekauft. Ich hebe es mal ein bisschen ans Dunkle hin oder ans Schwarze so. Akustikkleber von der Marke oder von der Firma Thomann. Ich kann euch das gerne mal in die Videobeschreibung packen. Ihr seht, ich habe damit alles hingeklebt. Hält so wie es sein soll oder sogar besser. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch das Unboxing machen oder sollen wir das im nächsten Video machen? Ich würde sagen, Freunde, wir machen das im nächsten Video. Wir machen jetzt noch kurz die Laserbar an, dann seht ihr mal, wie das Ganze aussieht. Ich werde das Licht hier unten noch ein bisschen dimmen und dann seht ihr mal den ganzen Effekt. Und wir machen einfach in einem neuen Video diese zwei Pakete auf. Es wird wieder was. Wie vorhin schon gesagt, für das DJ-Setup sein, für die Livestreams. Das heißt, falls ihr das nicht verpassen wollt, Freunde, joint gerne vorbei oder rein auf meinen Discord-Server. Ich würde mich mega, mega freuen. Und da nochmal Kuss geht raus für den ganzen dicken Support an die Leute, die schon die ganze Zeit dabei sind. Und ich würde sagen, wir schließen die Laserbar an. Jetzt werdet ihr auch gleich die Laserbar hören, weil natürlich die mit einem Lüfter verbaut ist. Moment, hier seht ihr schon den ersten Effekt. Ich mache die jetzt nochmal aus. Wenn ich euch jetzt die mal kurz, oder wenn ich hier oben mal filme, hier an der Seite sind die Lüfter. Ihr hört das wahrscheinlich, das ist einfach der Motor, der da läuft, besser gesagt die Lüfter. Und jetzt gehen wir mal hinter. Ey, ohne Scheiß, Mann, ich feiere diese Schuhe, Mann. 20 Euro auf Zalando. Die Softbox habe ich immer am Laufen. Und wenn ich jetzt hier anmache, hallo? Sieht das Ganze so aus. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Digga, sieht das geil aus. Ich werde natürlich hier noch ein bisschen optimieren mit den Absorbern und hier an der Decke. Und wie gesagt, hier an der Seite. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr ein ausführliches Video sehen wollt, besser gesagt, könnte ich eigentlich mit dem Unboxing dazu noch mal ein Video machen oder zusätzlich mit reinpacken. Es gibt verschiedene Modis, Automatikmodus, da läuft es automatisch. Oder zum Beat, das heißt zum Ton, verändert sich die Farbe, das Strobolicht und. Falls ihr das sehen wollt, ab in die Kommentare, Freunde. Und ich würde sagen, Speicherkarte war voll. Ich melde mich ab. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen, diesen kleinen Vlog hier aus meinem Studio. Dieses kleine Update-Video. Freut euch auf den nächsten Teil von meinem Producer-Setup. Und freut euch auf das nächste Video, wenn wir das zusammen auspacken. Ich habe mega, mega Bock, wieder ein paar Videos für euch zu produzieren. Und in diesem Sinne, ich melde mich ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, ich mache jetzt noch ein bisschen Party. In den kleinen Livestream schmeiße ich jetzt an. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Peace.